Folge Nummer 23 von Avorion. Ja, wir sind mit unserer kleinen Drohne hier im nächsten Sektor angekommen, hatten wir ja schon gesehen und wir wollten noch mal schauen, was hier los ist. Haben wir, glaube ich, eigentlich auch gemacht. Leiterfabrik, Nanobotfabrik, Raummegafabrik, Prozessorfabrik. Ja, das sind alles Sachen, die hier sind. Zwei Tore und 942 Asteroiden. Ja, das ist jetzt unser Problem gerade. Es ist nur die Frage, der Thomas hat wieder geschrieben und wo wir schon davon sprechen, Naonit und Eisenleser vertragen sich natürlich nicht dementsprechend, dass ich jetzt hier mit der Drohne Naonit abbauen kann, weil die nur Eisenleser hat und das ist das Problem. Aber ich wollte noch ein Schiff bauen und das Schiff bauen geht natürlich auch nicht, weil ich wahrscheinlich genug schon habe, das hatte Thomas auch geschrieben. Ja, gestaltet sich gerade etwas schwierig, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich hier irgendwo schon was sehe, was Naonit ist. Irgendwie müsste es ja eigentlich schon langsam was da geben, oder? Ich sehe aber jetzt hier gerade nicht so wirklich was. Naja, aber wir sind auf dem Weg nach dem Dingens hier zum Tor. Da wollen wir ja sowieso durch. Und in den nächsten Sektor kommen. Ich gucke links wie rechts, aber was Grünes, Leuchtendes finde ich jetzt hier noch leider nicht. Aber naja, wird schon werden, oder? Seht ihr was? Wenn ihr was seht, dann schreibt es mal in die Kommentare. Aber nicht wirklich. Ich sehe gerade überhaupt gar nichts in diesem Asteroidenfeld, oder? Sehe ich da überhaupt was? Nee, ich glaube, hier ist gar nichts drin. Das ist ein absolut totes Asteroidenfeld. Das ist natürlich schlecht, ne? Aber vielleicht ist es in den Kernen versteckt und mit dem Bergbausystem würde man das sehen. Hm. Haben wir aber nicht. Gut. Sind jetzt aber auf jeden Fall gleich beim Tor und springen da durch. Das ist ja auch schon gut. Dann kriegen wir wieder das nächste entdeckt. Ist nur dann die Frage, ob es da im nächsten Sektor wieder weitergeht. Gute Frage, nächste Frage, oder wie war das, ne? So, 636. Ach ja, das hat der Thomas auch geschrieben. Das sind mal gerade eben 2 Mille, die 500.000 beim richtigen Marktwert. Müsste man dann mal gucken, ne? Dass wir da was verkaufen. Aber jetzt mit der Drohne hier aussteigen, woanders hingehen, ist jetzt nicht so praktikabel. Einfach aus dem Grund, weil ich dann den Bereich, wo ich jetzt bin, verliere. Deswegen würde es eigentlich Sinn machen, hier was irgendwie möglich zu machen, ne? Aber was soll man hier möglich machen, ne? So, einmal Karte gucken. Ah, es geht auf jeden Fall hier weiter. Metall, Kohle, Kupfer und wiederum 2 Tore. Viel Bergbau. Das ist ein Ressourcendepot. Und das Tor ist da. Jetzt stellt sich noch die Frage, ob hier irgendwo was ist mit, sag schon, Naonit. Ich sehe hier wieder gar nichts. Da ist einer weggesprungen unten rechts gerade. Und lauter Minen, da oben sehe ich ein bisschen Eisen. Da unten links ist Eisen, Titan ist da glaube ich auch. Aber so grüne Sachen sehe ich jetzt nicht. Das ist Titan. Titan sehe ich da. Oben Eisen, 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 Titan. Nee, nicht wirklich was dabei, oder? Rechts ist ja sowieso wenig zu sehen. Ja, leider nichts. An dem Asteroiden kommen wir drüber her, ne? Oder? Ja, und da kommt noch ein Schiff. Das fliegt aber irgendwo anders lang und wir sind aus dem Schneider. Ja, krass, oder? Also hier sehe ich jetzt nichts. Und die nächsten Nebel, die da sind, sehen auch nicht unbedingt danach aus, oder? Hm. Da kann man schlecht was sehen jetzt. Die Asteroiden sind doch alle relativ weit weg, ne? Da ist Eisen dran, ne? Aber Naonit sehe ich jetzt nicht, dass da irgendwas Grünes blinkt. Ne. Naja, wir sind jetzt auf dem Weg in den nächsten Sektor, sind wir gleich da.
Und das ist ja wieder ein Stück Richtung Zentrum, ne? Zack. So. Und wie sieht es jetzt hier aus? Da ist Titan. Titan gibt es hier jetzt mehr. Nö. Ich sehe noch nichts dabei. Da ist auch keiner. Also meine Karte gerade gucken. Okay, da geht es auch wieder noch dahin, in der Hoffnung, dass es dann irgendwo anders auch noch hingeht. Ne? Ach, nach oben geht's auch. Dann würde ich glaube auch vorschlagen, dass wir den nächsten Weg hier hin machen. Was ist hier drin? Reparaturdock, Militär, Handelsposten, Raumjäger, Extraktwaffen, Schiffswerft, Ausrüstungsdock. Genau das brauchen wir. Wo ist es? Da unten. Okay, hinterm Tor müssen wir gerade rumfliegen. Und schauen, dass wir zum Ausrüstungsdock kommen. Ach, das ist gar nicht weit weg. Das ist doch schon mal gut. Naja, ein bisschen weit weg ist es doch für die kleine Drohne. Das Schiff in Sektor 4800 findet keine Asteroiden mehr. 400, 829. Gut, warte mal. Dann machen wir gerade hier einen kleinen, eine Unterbrechung. Ist das hier 400? Ah. Ist das hier 400, 829? Ja. Das bedeutet, die sollen jetzt mal dahin fliegen. Ja, passt. Geht. Dann haben die erstmal einen Auftrag. Und wir fliegen gerade noch weiter. Um hier zum Ausrüstungsdock zu kommen. Aha, das Ding ist bezahlt worden, das bedeutet, er ist gesprungen. Dann können wir da gerade noch mal reingucken. Ja, Ausrüstungsdock, da war auch die Heimat von dem angekündigten, glaube, oder? Nee, das war es auch nicht, das ist hier. Aber da gibt es auch einen Ausrüstungsdock, das kannten wir noch nicht, ne? Ja, aber dann würde ich sagen, kann er erstmal hier versuchen, wieder abzubauen. Das ist ja auch nicht verkehrt, ne? Und wir müssen uns merken, dass es hier einen Ausrüstungsdock gibt. Okay, aber wir fliegen erst hier hin. Schauen wir mal vorbei. Kriegen wir noch hin, oder? 5. Vier. Ne, 3,5 nur noch. Ja. Und das könnte schon ziemlich das nächste Dock sein. Drohne ist so klein, ich schläge da gleich gegen, oder was? Und Traktorstrahl. Krass, oder? Oh! Was war das? Ausrüstungsdock. Handel. So, internes Verteidigungswaffensystem. Wie viel Kohle haben wir? 216. In den Verteidigungswaffen plus 23. Internes Verteidigungswaffensystem fügt die interne Verteidigungswaffen hinzu, um Angriffstruppen abzuwehren. Ach so, das ist sowas. Alles klar. Ne, möchte ich jetzt nicht kaufen. Geschützkontrollsystem ist dann eher interessant. Plus 1. Bei festen Schlüsseln nicht aktiv. Bewaffnete oder unbewaffnete Slots plus 2. Also jeweils plus 2 oder, nee, oder bedeutet, also ein, entweder das, oder wie sehe ich das? Bewaffnete, unbewaffnete Schlotz plus 1, Energieverbrauch, okay.
bei Fest-S-Energiehüllen Polarisera. Energieverbrauch. Energien kann ich nur einmal. Okay. Hier ist nochmal ein Geschützkontrollsystem. Quantum Hyperraum Upgrade, Radar Upgrade, H5 Überbrückung. Erzeugt Energie, umgeht die Sicherung für die Höchstgeschwindigkeit der Generatoren, verlieren Energie, okay. Ein Bergbausystem. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon Bergbausysteme so viele haben oder nicht. Hat ja wieder gut geklappt, ne? Komm, 11.000. Ja, ich bin nicht gedockt, alles super. Hat's uns dann doch da weggeworfen. So. Nee, noch nicht so. So. Okay. Nochmal. Lass uns mal gerade hier gucken. Titan, ja, da ist er. Kaufen wir erstmal. Wieder nicht gedockt. Das ist ja voll doof. Wo ist denn der Punkt zum Docken, bitteschön? Doof, oder? Halte F, um den Traktorstrahl zu bemühen. Ah. Komm, das kannst du vergessen. Ich kann nicht andocken, oder was? Das ist ja voll doof, wenn. Kann ich mit einer Drohne nicht docken, oder was will der mir jetzt sagen? Das wäre ja voll doof, oder? Das geht ja gar nicht. Ich muss ein anderes Schiff zerstören. Das hatte mir der Thomas auch geschrieben, dass ich das machen kann. Und ich kriege jetzt das 500 Naonit nicht zusammen. Das ist mein Problem. Dann müssen wir abbrechen und müssen uns ärgern, dass wir das jetzt hier nicht hinkriegen. Oder wie sehe ich das? Sehr ärgerlich, ja. Ja, was hat er noch so geschrieben, der Michael, der Thomas, nicht der, ja, genau. Ja, er hat viele Sachen geschrieben, die ich noch alle machen muss, sozusagen. Ne? Chatfenster kann man da anklicken, dann springt man genau an die Stelle, wo das Problem besteht. Und was hat er noch geschrieben? Ja, ich müsste dann nach dem Dingens den Leuten hier fragen, wo dann wieder ein Hauptsystem ist, damit ich das kriege. Das ist klar. Chatfensternachrichten erscheinen, kann ich das klicken? Das hatte ich schon gesagt. Auch nicht nur, wenn da irgendwo, sag schon, das Hauptsystem von denen ist, sondern auch, wenn ein Schiff jetzt hier kein Dingens hat und sowas, dann funktioniert das auch so, ne? So, das bedeutet, lass uns mal reingucken. Also, das nächste Schiff ist dieser hier, der Abbauer, der jetzt noch immer abbaut, ne? Ja, der macht das halt, ne? Schiff, Asteroiden abbauen, macht der. Wir können jetzt mal gerade P gucken. Höchstgeschwindigkeit. Hier kann man nichts machen mit der kleinen Drohne, das ist auch klar. Ich glaube, wir sind jetzt doch an dem Punkt angekommen, wo ich sagen kann, dumm gelaufen, ne? Kriegen wir nicht hin. Ist das vielleicht nur der Doppelpunkt, der da so schlecht ist, oder ist es noch einer? Ne, hier ist jetzt gerade. Den Doppelpunkt habe ich doch gerade gehabt, ne? Ist hier noch jetzt einer irgendwo? Nehmen wir den da mal. Vielleicht können wir da andocken, aber sicher bin ich mir nicht. Das ist jetzt richtig ärgerlich, dass das nicht klappt, wenn, ne? Ja,
Wir haben den Airlaser vor der Nase und können ihn nicht nehmen. Der Thomas hatte auch geschrieben, dass ich irgendwie Schiffe natürlich auch löschen kann. Die Drohne hat keine Reichweite dafür. Ja, passt nicht, ne? Ah, gedockt. Jetzt passt's. Glück gehabt. Okay, war ich wahrscheinlich mit der kleinen Drohne zu nah dran. Ausrüstung handeln. Jetzt machen wir aber ganz schnell, dass wir den Airlaser kriegen, bevor der gleich weg ist. Kaufen. Egal wie billig der ist. Doppelabwrack. Da ist noch ein Doppeleisen-Air-Bergbaugeschützturm. Auch haben wollen. So, nochmal. Doppelmaschinengeschützturm. Nee, Doppeleisen-Air-Abwrack. Nee, Dreifach-Point-Defense-MG. Nee, Doppeleisen-Bergbaugeschützturm. Brauche ich nicht, weil wir den R haben. Doppeleisen-Abwrack-Geschützturm. Brauchen wir nicht. Wir wollen die R-Geschichte ja haben. Eisenbergbaugeschützturm, Doppel-Point-Defense-MG. Dreifach-Maschinengeschützturm, Doppel-Bolter-Geschützturm, Dreifach-Point-Defense. Doppelgravitationsgeschütze und Doppelbolter, nein. Hier war, ach so, das hatte der Thomas auch geschrieben. Wieso komme ich immer auf Michael? Ich kann auch Karten kaufen hier von der Gegend sozusagen, damit ich die sehe. Ist aber relativ teuer, ne? Deswegen wollen wir jetzt gerade nicht machen. Wollen ja die R-Sachen haben, oder? Gegenstände verkaufen. Da haben wir einen C43-Detektor für 3, können wir den verkaufen. Wir haben ja einen blauen, dieser ist ja ungewöhnlich und der ist selten. Ja komm, dann können wir den verkaufen und machen wir auch ein bisschen Geld mit, ne? Scanner-Upgrade. Ich denke mal, haben wir doch bestimmt so aus Versehen eingesammelt, oder? Kostet 12. Was passiert gerade? Piraten greifen den Sektor an, okay. Das Frachtraum-Upgrade machen wir mal zu Geld. Das fortgeschrittene Handelssystem behalten wir mal. Dafür verkaufen wir das Standard. Ach, ich habe sie doch bestimmt mal gekauft für das Geld. Naja, ist egal, lass einen noch drinne. Obwohl, geht ja super einfach wieder zurückzukaufen, ne, fürs gleiche Geld. So, Standardhandelssystem, Scanner-Upgrade. Ah, weg, oder? Weg. Ja. Das behalten wir. Behalten wir. Fortschritt und Handelssystem behalten wir. Titan R haben wir gerade gekauft. Dreifach Maschinengeschützturm. Weg. Doppelmaschinengeschützturm. Weg. Weg. Maschinengeschützturm. Der ist hier. Kann auch weg. Die grünen behalten wir dann. Und da haben wir sogar noch einen außergewöhnlichen. Ja, das lassen wir dann mal so. Das war wieder kaufen. Und jetzt haben wir hier noch Sonderangebot 30%. Ach so, das war das Waffengeschützkontrollsystem. Ja, ist ein bisschen teuer gerade, ne? 1 plus 1. Warte, wir fangen unten an. Standard Schildverstärker Bergbausystem haben wir. H5 Überbrückung brauchen wir nicht, das hatten wir. Wenn, dann sind diese Geschützkontrollsysteme das Entscheidende hier. Plus 1 und plus 1. Geschützkontrollsystem plus 2, kommen dann, es sind 100.000, ist natürlich eine Ecke, ne? Lass uns mal hier die Aufgabe, du hast eine ungelesene E-Mail, das hat der Michael auch, nee, Michael, der Thomas natürlich. Michael ist der Simotrans-Experte, ne? Und der Thomas ist der Arborion-Experte. Komm, lass uns die E-Mails gerade lesen. Da müssen wir hier aber für raus. Kampfanweisungen schreiben, Mails haben wir schon offen, ja. Air-Bergbau-Einführung. Hallo, ich habe gehört, dass du jetzt im Besitz von Air-Mining-Gläsern bist. Air-Mining-Gläser sind fantastisch, weil sie nur das Erz aus dem Asteroiden brechen und das Raffinieren dann von Stationen übernommen wird. Das ist viel effizienter, als das Raffinieren direkt vor dem Laser nachmachen zu lassen. Ich installiere noch einen neuen Mining-Gläser und folge dann der Anleitung. Deinen neuen.
dir geschickt habe, wenn du richtig mit ihnen umgehen kannst, könnte ich mir vorstellen, das ein paar von meinen eigenen zu überlassen. Okay, wunderbar. Ja, lassen wir das erstmal gerade so weit. Haben wir das. Nochmal hier rein. Rüstung und nochmal hier hin. Und Geschützkontrollsystem für 100.000. Ja, komm, machen wir noch. Das andere kostet. Ja, das ist dann ein Slot mehr, ne? Aber haben oder nicht haben, ne? Machen wir erstmal. Gut, passt. Dann haben wir ordentlich eingekauft, das ist schon mal gut. So, dann ist der Weg, wo wir hinfahren, wo? Das ist ein Ost-Nord-Ost-Tor. Karte Ost-Nord-Ost-Tor. Das ist da, wo wir hergekommen sind. Ne, da wollen wir nicht hin. Jetzt ist nur die Frage sowieso, ne? Ist das Militär? Das ist Militär, ne? Oder? Ja. Eigentlich wollen wir das jetzt gar nicht machen. Wir wollen zum Nordwest-Nordtor. Ich sehe gerade überhaupt noch so, das ist alles hier links. Warte, da ist noch Waffenfabrik. Geschütztürme bauen. Okay. Das brauchen wir natürlich Teile für, ne, damit wir bauen können. Alles klar, das kriegen wir also noch nicht hin. Aber die gestellt einen Bauplan aus Geschütztürmen. Ach so, das kann man dann auch machen. Sehr interessant. Ja gut, da wissen wir das auch. Ist erstmal soweit gut. Wo ist denn das zweite Tor? Da unten ist noch ein Tor. Da. West-Südwest-Tor. Ne, West-Südwest-Tor? Ne, das will ich ja auch nicht. Ich will ja. Da bin ich hergekommen. Ich brauche das dritte Tor dann noch. Und wo ist das? Am Rand ist da unten noch eins. Ah, da ist das Tor, was wir brauchen. Nordwest. Nord-Nordwest-Tor, so heißt das. Ja, dann werden wir uns in diese Region begeben. Das mache ich dann aber offline, während ihr dann das in der nächsten Folge beobachten könnt, wenn ich da bin. Dann würde ich sagen, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben, so wie der Thomas das immer macht. Und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Hatte ich das mit der Glocke erwähnt? Ja, ne? Alles klar, bis dann. Ciao.